heute gibt es ein Follow Me Around von mir, denn heute gehen Ilona und ich auf das Benefit-Event in Köln und meine lieben Eltern haben uns dahin gebracht. Also wir sind noch nicht ganz da, wir sind gerade auf so einem Parkplatz, weil ich so dringend auf Klo musste und die Toilette war so schrecklich, aber es war auszuhalten. Hier kommt die ganze Zeit so, wie heißt das? Dampf. Dampf aus meinem Mund, weil es so kalt ist. Jedenfalls fahren wir jetzt weiter bis nach Köln und wir sind auch gleich da. Und dann seht ihr weiteres von uns. Maike! So, hier stehen schon unsere Tütchen. Da steht mein Name drauf. Und da sind ein paar Geschenke für uns drin. Und hier ist Ilona. Hi! Und hier sind süße Krönchen. Die dürfen wir wahrscheinlich gleich alle aufsetzen. Jetzt gibt es was zu essen. Ich habe mir ein Brötchen hier ausgesucht. Und Nudeln mit Rührei, Käse, Nutella und ein Wasser. Und da ist Maike. Maike! Ey, nicht schlecht, die fliegen. Wow! Yay, Ilona! Boah, das war richtig gut! Also, wir spielen hier die ganze Zeit dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Jedenfalls. Hier fliegt so einer lang. Und ich kann euch mal eben zeigen, welchen ich gerade gemacht habe. Und zwar den da. Den habe ich gerade da hingezielt. Jetzt ist Ilona dran. Mal sehen, wie weit sie es schafft. Also meine ist bis jetzt am weitesten am schwarzen Teil dran. Aber man weiß ja noch nicht, wer diese Runde gewinnen wird. So, wir sind jetzt schon ein paar Runden weiter. Und guckt euch das an. Das war ich gerade. Wie konnte das passieren? Da hinten ist der Puck. Puck heißt das so? Ich glaube, man muss so nah wie möglich da dran. Aber meiner landet da. Und jetzt ist Ilona schon wieder in Aktion. Also wie ihr seht, der Blaue, der Nächste, der ist schon wieder meiner. Also entweder bin ich richtig schlecht oder richtig gut. Da sind die ganzen Blogger und Vlogger. Und die Person mit der Kamera, die gerade neben dem Mann steht, das ist übrigens die Sophia. Sie hat uns das alles so ermöglicht, dass wir hier auf dem Event sind und so weiter. Also sie arbeitet bei Benefit. Und lieben Dank nochmal an Sophia, dass wir uns hier versammeln konnten und so weiter. Und da steht Maike. Und da Christine Valeska, wer sie kennt. Und die Chrissy. Und hier ist Nadine, Empathy25. Wow. Und jetzt bekommt jeder noch so eine Urkunde ausgeteilt. Ja, genau so eine Urkunde. Was soll's? Hier ist Laura. Dankeschön. Hier ist meins. Oh, ich bin eine Benefit-Eisprinzessin. Hier ist noch eine coole Schlittschuhbahn und so weiter. Also da kann man rumfahren und da weiter hinten ist eben dieses Spiel. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht. So, ich bin hier gerade auf Toilette und wir haben hier alle solche coolen Schilder bekommen. Also da steht mein Name drauf und mein YouTube-Kanal. Und dann steht hier noch Benefit drauf und so weiter. Und das ist das, was ich halt heute so anhabe. Ist so ein typisches Outfit von mir. Und dazu habe ich meine pinken Nike Freeze an. Und ja, ich glaube, die Sachen kennt ihr eigentlich alle von mir. Zara-Hose, Oberteil von Oasep, Jacke von Sheinside. Und jo. Wir haben hier alle so ein cooles Event, VIP-Bändchen, wie auch immer. Und jetzt gehe ich wieder. Ich bin hier irgendwie ganz alleine. Hier sind die ganzen Buden und so weiter. Und jetzt stehen wir hier. Und hier ist eine deftige Hütte. Und da hatten wir eben eine Pizza von. Also Ilona hatte eine Pizza davon. Und die hat mega gut geschmeckt. Und hier stehen die beiden Girls. Und jetzt stehen wir hier bei der Crepes-Hütte, weil wir haben Bock auf einen Crepe. Ich nehme, glaube ich, einen mit Nutella. Ne? Und da geht irgendwie Party ab, denke ich. Das sieht jetzt mega schön aus, weil es langsam dunkel wird. Hier ist mein lecker Crepe mit Nutella. Und Ilona beißt gerade auch an ihren. Und Maike will auch nicht beim Essen gefilmt werden. Dann filme ich halt meinen Crepe. Lecker. Und jetzt gehen wir was essen, weil Ilona und ich, wir sind einfach immer hungrig. Also wir können eigentlich nie genug essen. Also wir haben was gegessen und denken so, ich brauche nie wieder was essen. Und dann zwei Stunden später, nicht mal zwei Stunden später, denken wir uns wieder, ich habe Hunger. Und Ilona am Vloggen. Jetzt seht ihr mich auch mal wieder. Und
Jetzt gehen wir da rein. Vor mir sind Mama, Papa und Ilona. Jetzt gibt's lecker Pommes mit Mayo. Lecker. Lecker Eis. Lecker, 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 lecker. Das heißt irgendwie Maracuja Split oder so. Ich habe vergessen, wie das heißt. Schmeckt auf jeden Fall hoffentlich mega lecker. Und das ist Ilonas Eis. Wir haben jetzt zu Ende gegessen und jetzt bin ich mal wieder satt. Aber wenn wir zu Hause angekommen sind, denke ich, werde ich noch was essen mit Ilona. Weil irgendwie haben wir immer Hunger. Ich kann da einfach nichts gegen machen. Jedenfalls setzen wir uns gleich wieder ins Auto und dann geht's auf den Weg nach Hause. Jetzt interessiert euch wahrscheinlich noch, was in unserer süßen Goodiebag war. Ich finde die so niedlich. Ich finde diese Benefit-Hüten mega schön. Auf jeden Fall habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, war auf jeder so eine Krone drauf. Fand ich mega niedlich. Und ja, ich weiß schon, was ich zu Karneval tragen werde. Und jetzt komme ich zu den Sachen da drin. Und zwar ist da einmal The Professional. Sehr cool, habe ich ja schon einmal zu Hause und ich finde das ja schon so toll. Deswegen schon mal gut, dass ich jetzt schon mal ein Backup habe. Und dann als nächstes so eine, ja, das kann ich euch einmal rausholen. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Creme und die ist in so einem süßen Glasfläschchen. Finde ich super schön und ja, eignet sich auch sehr gut als Deko wahrscheinlich. In meiner Wundertüte ist außerdem noch eine Mini der Real Mascara. Finde ich mega niedlich. Also die ist von der Bürste her genauso groß wie die normale, also wie die Full-Size-Größe, aber ist halt im Mini-Format zum Testen, denke ich mal, also ganz gut. Und als letztes noch ein Lipgloss, und zwar das Bella Bamba. Das finde ich so toll. Ich habe das jetzt schon zweimal drauf gehabt und wirklich, das riecht erstmal richtig gut. Und auf den Lippen sieht es auch schön aus und das klebt auch irgendwie nicht oder so. Ich hatte es, wie gesagt, jetzt heute zweimal drauf gemacht. So viel kann ich noch nicht dazu sagen, aber ihr werdet das bestimmt mal in meinen Favoriten sehen. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Das war's von meiner Goodie Bag. Also nochmal ein großes Dankeschön an Sophia, die diesen tollen Blogger-Treff heute veranstaltet hat. War echt richtig schön. Und diese Geschenke sind natürlich auch sehr süß. Und das Essen und so weiter, das war alles richtig gut. Es war eine richtig schöne Veranstaltung. Und ich fand es sehr schön, die ganzen Blogger und so weiter zu treffen. Liebe Grüße an alle, die da waren und die sich jetzt dieses Video angucken. An alle Blogger und Vlogger, die noch da waren. Liebe Grüße an euch. War echt cool, euch mal alle kennenzulernen. Und das war's jetzt von meinem Follow Me Around. Tschüss und bis zum nächsten Mal.